Siehst du auch, wo wir lang müssen zum Vista? Nee. Nicht? Dann hier lang. Ach so. Ich habe das gerade vom Weiten gesehen. Nämlich diesen Holzpfahl, der da lang ging. Dann dachte ich mir, oh. Das wird teuer. Eieiei. So, sind hier wieder ein paar gefallene Soldaten. Die könnte ich nämlich gerade gebrauchen. Weil diese Quest, die dauert echt so lange, bis die hier fertig ist. Weil hier man nicht. Weil wenn dieses Event wirklich hier nicht am Start ist, dann. Oh. Ne? You know und so. Was von dem hier meinst du? Ja, dieses hier. Ja, geht, ne? Wenn man die ganzen Dinger einsammelt, dann kriegt Ja, man die muss eigentlich man auch gleich schon. noch abgeben dann, aber wie gesagt, im Ja. anderen Dorf findet man ja auch noch diese Köpfe. Oder diese, ja. Ja, es sind ja quasi Köpfe. Ich weiß ja nicht, wie du es nennst, aber Was? es wären Köpfe. Ach so. Zentauren-Waffenständer. Ja, hier bekommen wir eben Retzen. Hier. Den Rüstungsschmied. Ja. Wie viel Prozent habe ich? 46. Du hast 47. Oh. Vor allem gleich diese Dinge abgeben, bringt nicht mal viel, glaube ich. Ich glaube es auch, ja. Ah, hier ist ein. Ist hier einer? Nein, war der falsche. War ein falscher Gegner. Falscher Alarm nur. Ach egal, ich glaube, wir können hier noch rumtuckern auch. Können wir? Weiß ich gerade gar nicht. Oh, wir können so viel, ne? Wir können richtig viel. Wir können alles, nur nichts richtig. Zählen die hier draußen auch noch zu? Weil wenn ich die anhitten kann, wäre das ganz gut. Ja. Ich zieh mal gerade hier so ein paar Gegner rein. Oder einen, so einen Felsenhund, der dürfte, glaube ich, zählen. Jo. Cool. Aber das war's auch. Ne, hier ist noch ein Felsenhund, den ich ziehen kann. Wer kommt? Ja, was mit dem hier? Oh, den habe ich nicht gesehen. Dann greife ich den nochmal an. Hast du den schon angegriffen? Ja, gerade. Ja. Der macht komische Geräusche, der Hund. So, jetzt nochmal umdrehen, hier die letzten Soldaten sammeln und dann abgeben. Bei dem Fritzen da oben. Genau. Dass das hier übrigens so komisch aussieht, das ist gewollt sogar von der Karte. Das ist voll komisch. Ja, ne? Das ist ja auch gerade hier, ne? So. Ja, gehe ich direkt zu dem Typen hier. Zu der Wegmarke, geht um einige schneller hier. Achso, Halt ist schon da. Ich dachte, ich bin bei der Letter. Orientierungspunkt. Ja, ich dachte, ich gebe dir mal einen Orientierungspunkt. Hey, komm, der war jetzt nicht schlecht. Ja, mit Hey, der ich. Vorlage kannst du ja gar nicht vergeigen. Ja. Red mich halt wieder schlecht. ich bin im Ja. Kampf. Ich wollte gar nicht Infight sein. Schade, ich wollte eigentlich direkt wegreisen hier. Hat der irgendwas Tolles? Weil 40er Quest war das, ne? 41er Hose. Oh, könnte ich gebrauchen. Das könnte ich auch gebrauchen, ne? Balthasar Muss schenkt ich mal euch gucken Ich dachte gerade. gerade, da gibt ihr Fertigkeitspunkte für Karma. Oh. Das wär's ja gewesen. So, Kraft. Oh, ich hole mir erstmal diesen Seraphenangriffskit. Weil das bringt sogar. Ne, die Hose ist kacke. Die hat zwar mehr Verteidigung, aber sie bringt nichts. So. Ich kann mal den brauchen. Ja, ich Ja, weniger. Wo gehe ich jetzt mal hin? Hier oben hin. Anbindungslager. Da ist ein Anbindungspunkt. And I don't know what I'm fighting. Oh, Blutgier. Du hast noch so ein Siegel drauf. Vom klar. Anfang. Wie von Anfang.
Das gab's auch am Anfang, glaube ich mal, oder? Dass wenn Das habe du ich noch nie irgendwas gefunden, tötest, dass Mann. es immer gesteckt wird. Ja, das habe ich gefunden. Oh, okay. Weil es gibt das auch mal in einer Wo geht Quest denn da drinne. eigentlich gerade hin, ey? Wie komme ich denn da wieder hin? Zu dem Herd. Da. Muss ich. Dann kannst du wieder unten lang laufen oder oben lang laufen. Ich laufe einfach oben lang. Ich will zu der nächsten Quest hin. Die hier stattfindet. Also nicht hier ganz, wo ich stehe, sondern ein bisschen weiter in dem nächsten Zentaurenlager. Und da. Oh Gott, ey, jetzt habe ich einen Ohrwurm davon. Ja, also ich glaube, der Weg ist ganz Deiner? blöd. Ja. Ja, ich hätte jetzt gesagt, vom Anbindungslager hier so lang, meinte ich auch. Ach, da ist ja noch eine Wegmarke. Ah. Die habe ich sogar gepinkt. Ach so. Sieht man da unten Unten? sogar noch im Chat. Unten? Ja, die sieht man noch. Cool, ne? Ho, ho, ho. Wird Ich spät. töte mal so lang ein. Was? Das wird spät, ich kann mich nicht mehr so konzentrieren. Ich den ganzen Tag schon nicht. Bin schneller als ein Centaur. Keine Ahnung warum. Ich spiel mir nur durch in der Birne. Warum hab ich eigentlich einen Raben als zweiten Tiergefährten? Wo man einen Rahmen herbekommt als Tiergefährte. Nein, warum habe ich einen? Achso. Ich will den schwarzen Moor wieder haben. Ach, kann ich im Kampf nicht ändern oder was? Nein. Also mit F-Dings schon, aber du kannst es nicht bei K drücken und dann wechseln. Okay. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Ey, ich will sein Schwarz. Geht doch. Achso, du bist ja schon übelst am Fighten. Ist das schon Quest oder was? Ja. Ja. Ja, bei mir war da noch nicht, wo ich stand. Passiert. Ja. Zack. Die waren im Weg. Ist, ne? Ja, ist ja alles in Ordnung. Ja, will ich, dass ich so müde bin. Gut, dass ich den hier anvisiert habe, der viel näher an mich dran stand und mein Charakter hat bei dem, den ich anvisiert habe, einfach den anderen angeschossen. Ei, ei, ei. Was soll das? Oh, ich mach mal die Flasche auf. Mach mal meine, wird die ganze Zeit immer geöffnet und wieder zugemacht. Komisch, ne? Ja. Ja, genau. Der soll anscheinend versperrt gewesen sein hier, den ich angegriffen habe, wo nichts vorstand. Ach egal. Ach genau, da habe ich ja vorhin angefangen. Ich habe mir genau, jetzt habe ich schon verraten. Ne, ich habe mir Risen für 5 Euro geholt, war bei Steam im Angebot, weil ich das auch noch nicht durchgespielt habe. Ich habe es mal angefangen, habe es aber nicht durchgespielt und dann habe ich eher vom Kollegen gehabt nur. Und jetzt habe ich es mir halt gekauft für 5 Euro. Und Mass Effect 2 habe ich mir letztens auch für 5 Euro geholt. Ja, cool. Ja. Aber Mass Effect 2 habe ich schon ewig. Mass Effect, also Mass Effect 3 ist ja so, durch den ersten Teil, da muss man einfach durch. Und ab dem zweiten wird das eigentlich richtig spannend, ne? Weil 11 GB hat das Teil, ja, sehe ich ja gerade bei Steam. Ah. Ja, den ersten habe ich. Ich bin so weit im ersten Teil, dass ich ein. Boah, wie heißt es? In welchen Rang wird man erhoben? Keine Ahnung, ich habe das nicht gespielt. Du hast Mass Ich Effect 1 auch nicht hab den gespielt. zwei, nein, Mass Effect 1 überhaupt nicht. Zweimal angespielt, aber Okay. viel auch nicht gemacht, ja. Ach so. Na dann. Ja, Fertig. nee. Ja, ich noch nicht. Nee, ich habe mir eigentlich vorgenommen, mal die ganze Mass Effect-Reihe durchzuspielen, so wie die Dragon Age-Reihe. Dragon Age 1 habe ich so oft geschafft, bis zum letzten Boss. Ich habe so viele Charaktere, Rassen hochgespielt oder was Kann auch man die auch immer. nicht aufdecken hier? Nein. Boah, ist das hässlich. Dragon Age, da stand ich schon einmal vorm, vor dem Erzdrachen, wie auch immer der heißt, keine Ahnung. Und ja, ich habe dann aber nicht gekämpft gegen ihn. Ich hab, muss sagen, ich habe Dragon Age
nicht gespielt. Ja, aber auch nicht wirklich. Ach so, ja gut. Dragon Age 2 habe ich angepackt. Nach 2 Stunden hatte ich keinen Bock mehr. Also wirklich überhaupt keinen Bock mehr, weil das Spiel... Dann kommt er ja in Dragon Age 2 am Anfang. Also, du weißt ja, die Währung, da ist ja Sovereign, wie auch immer man es aussprechen möchte. Im Deutschen sagen die Sovereign. Ein Gold. Ist ja nicht wirklich viel, ne? Kriegt man ja ziemlich schnell zusammen nachher. So, stimmt. Hat der da, ja, dann hat der in dieser Videosequenz quasi, ja, du musst ein Jahr für mich arbeiten. Der hat in dem ein Jahr ein Gold für die zusammenarbeiten müssen. Das hat ein Jahr gedauert. Boah, Alter, und nachher kriegst du das Geld da so hinterhergeschmissen. Das hat allgemein schon keinen Sinn gehabt. Von wegen, ja, ein Jahr Arbeit für das ganze Gold und nachher rennst du rum, tötest und kriegst Loot und was auch immer. Und ja, ey, voll keine Zusammenhänge. Ich buste gerade einfach nur so durch, ne? Wie du vielleicht siehst. Ja, ich sehe es. Ich muss gerade so hinterher. Ja. Ist gerade ein bisschen schlimm mit dir, aber... Was ist? Was ist da? Da ist gar nichts. Da kommen nur Gegner her. Beim Event. Hier kann man da auch nichts aufdecken oder so? Nein. Ich versuche hier gerade irgendwie durchzukommen, ohne zu sterben. Ich töte jetzt einfach den Felsen und hier hinter mir. Stört mich jetzt. Wir müssen uns eh hier durchkämpfen, bis zu dem Fertigkeitspunkt. Ach so. Oh, außer... Ah doch, komm, wir gehen auf die Kriegerbestie hier los. Ja, erstmal den falschen Skill benutzt. Ich soll mich mal heilen. Gerade so. Nicht mein Tiergefährte. Mein Tiergefährte ist schon wieder tot. Ich krieg grad voll viele Trick-or-Treating-Taschen. Man hätte sie auch SOS-Taschen gerade nennen können. War ja, cool, wie man das damals gemacht hat, ne? Ja, oder TOT-Taschen halt, wie ich sie verkauft habe nachher. Boah, da habe ich die auch noch verkauft eine ganze Zeit lang, ey. Beziehungsweise ich habe eigentlich alles verkauft, was ich ja gefarmt habe. Die ganzen Goldies und... Nachher habe ich sie selbst identifiziert. Ach so, wir rennen falsch. Ich renne falsch. Ich habe das Ziel im Blick. Hier ist ein Veteran bei. Dachte mir, den gönne ich uns. Ja, also nicht, ne? Ja, pff, kann man immer gebrauchen, ne? Droppt immer mal ganz süße Sachen. Mein Ohr juckt. Jetzt nicht Lass mehr. Lass jucken. Get lucky. Hey, brother. Alter, wie Chido. Oh ja. So einer bin ich. So ein richtiger Avicii. Nein, eigentlich nicht. Boah, diese scheiß Felsenhunde, ne? Ah, gut, dass ich den Hügel hier runtergesprungen bin. Ja, ich wurde runtergestoßen. Einfach nur gejumpt. Warum machst du denn sowas? Das tut doch weh. Falschen Skill benutzt. Hier kann man runterspringen, das überlebt man. Zack. Du Noob. Ich hab's überlebt. Ja. Du bist wahrscheinlich so mit Euphorie da drauf gegangen und hast noch Anlauf genommen, bist extra doppelt so hoch gesprungen, damit du auch mehr fällst, ne? Ich kenn dich doch. Adrenalin-Junkie. Ich dachte, das Wasser wäre tiefer. Wäre tief. Wär niedrig genug gewesen, ne? Ja, genau. Du alter Motten-Berserker. Geil. Berserker. Ja, deswegen habe ich einen Krieg angefangen, wegen Berserker-Runs. Er ist immerhin schon Level 23. Davon sind 20 Level von der Schriftrolle. Geil. Mein Ingenieur aber auch. Der ist auch irgendwie noch 20. Ich habe immer einen Ingenieur angefangen und... Mein Dieb ist immerhin schon Level 10. Oder 11? 11, oder? Hat aber auch Bock, ey. Ja, das stimmt. 11 oder 12 ist er sogar. Ja, Dieb im WVW, fürs WVW habe ich mir den gemacht auch. Und für ein paar schnelle Dungeons. Weil Messmer, Dieb und Krieger sind ja die, die meistens mal gesucht werden für diese Speedruns auch. Weil die einfach ja Unmengen an Schaden anscheinend raushauen. In Königenthal hat heute einer gefragt, ob hier und da ist, der weiß, wie man Dieb skillt. Und der eine sagt, oh, seit wann skillt man Dieb? Einfach zwei Dolche und